Meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder reinhört beim Interview mit dem Rekrutier. Keine Kosten, keine Mühen habe ich gescheut, um heute wieder eine absolute Perle für euch aus der Network-Marketing-Branche ins Interview zu holen. Ich begrüße heute einen echten Franken, Ironman seines Zeichens, sportbegeistert, sportfanatisch, gesundheitsfanatisch. Herzlich willkommen im Interview, Gerhard Rehäuser aus Nürnberg. Servus, Gerhard. Hallo Tobias, ja, auch herzlichen Dank, dass du da an mich gedacht hast oder mich entdeckt hast. Freut mich sehr, dass wir das Interview heute machen können. Gerhard, die Freude ist ganz auf meiner Seite. Ich sag mal, was das Denken betrifft oder was das Entdecken betrifft, es ist ja relativ einfach für uns, ja. Das heißt, wir haben ja mittlerweile einen sehr guten Überblick in die Branche, über die Branche. Und man sieht halt, wer was bewegt. Also auf gut Deutsch, es gibt also in deinem Partnerunternehmen immer wieder drei, vier Namen, die kontinuierlich fallen, die auf unseren Seminaren zu hören sind, die online auftauchen. Und da zählt einer, der, wie soll man sagen, da zählt halt deiner dazu. Du bist eine Perle, du bist ein Top-Leader. Und genau mit den Leuten unterhalten wir uns, weil ja, die meistens was zu geben haben, die haben meistens eine coole Story, die haben meistens gute Tipps, die wiederum auch unsere Zuhörer gebrauchen können. Also insofern, du, das hast du dir selber erarbeitet. Ja, danke, danke. Gerhard, wir wollen ein bisschen über Network Marketing philosophieren. Innerhalb deiner Firma bist du bekannt, ich sag mal außerhalb vielleicht jetzt nicht so. Magst du uns ein kurzes Gefühl dafür geben? Ja, Gerhard Rehäuser, wer bist du? Was hast du vorher gemacht? Beziehungsweise, ja, wie bist du geworden, so ja, wie du heute bist? Okay, ja, gerne, gerne, Tobias. Also es ist so, dass ich gar nicht der klassische Networker eigentlich bin, aber das waren wahrscheinlich viele auch nicht vorher. Ich komme aus der Hotellerie und Gastronomie. Ich habe also ganz klassisch Hotelfachschule gemacht, habe mich dann 1981 selbstständig gemacht und habe durch die Erlebnisse in unserer Familie hier in Nürnberg mit Diabetes, Schlaganfall, Herzinfarkten, also es ist wirklich fast schon verrückt, aber keiner unserer Familienmitglieder in den letzten 100 Jahren ist gesund 60 Jahre alt geworden. Und so habe ich mir damals vorgenommen, mich mit dem Thema Gesundheit einfach auch mehr auseinanderzusetzen. Ernährung hatte ich ja richtig gelernt von der Pike auf. Ich war auch 20 Jahre bei mir im Restaurant in der Küche. Und ich habe dann auch begonnen, schon 1988 Vorträge zu halten über Gesundheit, über Ernährung, über Bewegung, weil ich selber auch natürlich die gleichen genetischen Risiken hatte wie meine Eltern und Großeltern. Und daraus entstand dann ich sag mal, ja, diese Begeisterung, auch anderen Menschen zu helfen, zu unterstützen im Bereich Gesundheit. Ich habe dann zu der Zeit noch einen Glücksfall gehabt in der Familie. Das war mein Großvater mütterlicherseits, der kam aus den USA, aus Washington DC, und der hat sich unheimlich viel mit Gesundheitsprodukten auseinandergesetzt, war auch in der Gesundheitsbranche. Und hat mir als junger Kerl sehr viel beigebracht, was das Thema Nahrungsergänzung anbetrifft. Das war so mein Bindeglied. Und er ist 93 Jahre alt geworden, war topfit und hat zu mir immer gesagt: Achte auf deine Gesundheit, achte auf deine Ernährung. Und ich meine, wer die USA kennt, der weiß, was damals auch schon, das war in den 70er Jahren, für eine Situation dort vorgeherrscht hat. Und so habe ich dann halt aus meinem Hotelbetrieb raus, aus meinem, ja, Dasein als selbstständiger Unternehmer, wie man so schön sagt, ja, natürlich voll im Hamsterrad drin, 18 Stunden am Tag zum Teil, 7 Tage Woche, begonnen, diese Vorträge zu halten und habe dann das eine oder andere Network-Marketing-Unternehmen auch entdeckt, das bei mir Meetings gemacht hat. Denn wir hatten ja auch einen Raum, wo Menschen reservieren konnten, und mir ist immer aufgefallen, dass die Leute unheimlich gut drauf waren und immer mehr wurden. Und irgendwann konnten sie nicht mehr bei mir sein, weil meine Räume einfach zu klein waren. Und so ging das mit verschiedenen Firmen. Ich kann mich da an die ganzen großen Namen erinnern, ja, in den 80er, 90er Jahren. Und später dann, als ich mehr oder weniger um die 40 Jahre alt war, habe ich es einfach nicht mehr ausgehalten, habe ich gesagt: Mensch, jetzt muss ich mal nochmal was versuchen. Ich muss mal die Branche genauer anschauen. Das kam daher, weil einfach durch die Erlebnisse in der Familie und auch durch den frühen Tod meines Vaters, ein Herzinfarkt vor meinen Augen, der war 52 Jahre alt, ist vor meinen Augen gestorben. Da habe ich gesagt: Also bis 40 ziehst du es jetzt mal durch mit dem Hotel, mit der Gastronomie, und dann schaust du dir noch einen Plan B an.
Ja, und so bin ich dann halt irgendwann, wie es so ist, wenn man offen ist und wenn man gut drauf ist und wenn man mit Menschen gern kommuniziert, angesprochen worden. Ja. Und das Interessante war aber bei mir, Tobias, dass mich viele nicht angesprochen haben, weil sie wahrscheinlich dachten, na, der Typ ist erfolgreich, der Typ ist selbstständig, der hat einen eigenen Betrieb, der ist Unternehmer, den können wir gar nicht irgendwie erwischen oder nicht packen, ja, wie man so schön sagt. Und ja, und der Erste, der mich wirklich angesprochen hat, bei dem bin ich letztendlich gestartet und dann ging die ganze Entwicklung los. Und ja, das war so in aller Kürze der Einstieg, sage ich mal, Tobias. Okay, also tolle, tolle Heldenreise, würden wir sagen, hast du da gemacht. Ja, auch so. Also ich sag mal, das Interessante ist ja, du hast vor uns gesagt, ich bin gar nicht so der klassische Networker. Du hast dann im zweiten Nachsatz auch gesagt, aber sind wir mal ehrlich, wer ist das schon? Ja, also im Prinzip, meines Wissens nach sind ja 9 von 10 Leuten, die in diese Branche reinkommen, suchen ja jetzt nicht aktiv danach, sondern die werden irgendwo angesprochen, proaktiv empfohlen oder was auch immer. Richtig, ja. Klar, mittlerweile sind halt immer mehr, die also auch das Berufsbild an sich ja, kennenlernen wollen, die dann im Internet suchen, was auch immer. Also das ist schon. Aber von den meisten hört man das im Prinzip. Was für mich interessant ist, du bist Gastronom. Ich habe selber sehr viele Gastronomen versucht zu sponsern, zu rekrutieren. Gastronomen sind ja eigentlich verliebt in das, was sie tun. Und selbst wenn sie schon kurz vorm Herzinfarkt stehen, kriegen die das eigentlich gar nicht mit. Nee, die sind also da kann ich das, ich meine, ich habe es erlebt, ja, durch meinen Vater, durch meinen Onkel, die haben ja beide die gleichen Gesundheitsbeschwerden gehabt und sein Bruder war dann noch Diabetiker, dann mit den Amputationen, was, also alles so ganz schlimme Sachen. Und die sind so in ihre Betriebe verliebt und ich bin, es hört sich vielleicht komisch an, aber ich bin sehr glücklich, dass ich eigentlich so früh auch schon konfrontiert worden bin mit diesen Nachteilen auch der Branche. Denn die Branche ist natürlich, die nimmt dich voll und ganz ein. Ja. Und natürlich kann man gutes Geld verdienen. Natürlich hat man einen Riesenspaß. Natürlich hat man Stammgäste. Ich habe heute auch noch meinen Betrieb. Ja. Ich habe zum Glück tolle Mitarbeiter, die seit über 20 Jahren bei mir sind. Also alle kommen aus dem eigenen Stall, alles als Auszubildende von mir. Es waren über 130 Auszubildende. Wow, Eigengewächse, sagst du. Ja, 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 absolut. Und die stehen voll hinter mir. Die haben auch akzeptiert, was ich hier mache. Und dann haben wir auch noch ein zweites Hotel gebaut in den 90er Jahren. Auch das läuft zum Glück gut, ja. Da habe ich auch jemanden, der sich hundertprozentig darum kümmert. Das ist ein Freund und Partner. Und das hat mir natürlich auch sehr viel den Rücken gestärkt, weil wir wissen alle, gerade wenn man anfängt, ist man einer Doppelbelastung natürlich ausgesetzt, die ganz extrem sein kann. Also die geht ja auch rein mit in den familiären Bereich, die geht in die Hobbys mit rein, in den Sport. Du musst Dinge vernachlässigen, gerade wenn du dann noch Erfolg hast von Anfang an, ja, und auch auf der anderen Seite keine Ahnung, dann ist natürlich, da kommt viel zusammen, ja, und man hat dann wirklich auch, da kippen eben viele wieder um. Gerade wenn sie dann auch einen Betrieb haben, wenn sie selbstständig sind, wenn sie wissen, ich verliere vielleicht auf der einen Seite Geld, um woanders auch Geld zu generieren oder ein Leben in Freiheit zu generieren, mit mehr Freiheit zu generieren. Und das ist, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schnittpunkt. Und an der Stelle hatte ich ganz einfach auch meine Frau, meine guten Freunde und meine Mitarbeiter, die mich hervorragend hier unterstützt haben, und mir auch die Kraft gegeben haben, an 2, 3 dunklen Momenten die Sache einfach durchzuziehen. Ja, ja, du sagst dunkle Momente jetzt. Ja, wenn man dich jetzt so sieht, denken auch, Mensch, alles cool, alles toll. Die Menschen draußen denken ja immer, erfolgreiche Leute haben keine Probleme. Ich sage dann immer so, hey, die gehen vielleicht nur anders damit um oder lösen sich schneller oder so. Aber dein Weg war nicht immer nur glatt, du hast auch kämpfen müssen, oder? Ja, ja. Also erstens einmal hatte ich eine Upline, die mich gesponsert hat und einen sehr guten Freund auch, mit dem ich damals gestartet bin. Und unser Upline konnte uns leider nichts zeigen. Unsere weiteren Mentoren waren nicht in unserer, ich sage mal, in unserem Dunstkreis. Die haben einfach weiter weg gewohnt oder wir haben sie noch gar nicht gekannt zu der Zeit. Das heißt, wir sind also voll hier ins Blaue rein mit unserer absoluten Begeisterung. Ich meine, ich war der absolute Produktfreak. Ich konnte natürlich, weil ich mich so lange mit dem Thema auseinandergesetzt habe, extrem gut über Produkte reden. Ich war auch absolut glaubwürdig in dem Thema. Und der Punkt war nur, ich hatte das Network-Marketing natürlich noch überhaupt nicht
richtig verstanden. Ich konnte auch mit dem Vergütungsplan am Anfang gar nicht richtig umgehen. Also ich habe halt einen Scheck bekommen von Anfang an und der ist jeden Monat mehr geworden, ja. Nach 4 Monaten ist er dann plötzlich wieder zusammengekracht, weil wir ganz einfach, wir hatten keine Infrastruktur, wir hatten keine Ahnung, wir wussten nicht genau, wie man ein Startertraining zum Beispiel aufbaut, wir haben nicht genau gewusst, wie man überregional am besten arbeiten kann. Ich meine, es ist jetzt auch schon 10 Jahre her bei mir und da war das natürlich noch nicht so entwickelt mit Facebook oder solchen Sachen und wir hatten auch das Unternehmen war noch gar nicht richtig in Europa, wir hatten also keine richtigen Präsentationen, keine deutschen Unterlagen, die stark waren, also es war schon, ich sage mal, wir hatten schon Kinderkrankheiten zu bewältigen und zwar sowohl mental selber mit uns, mit unseren Partnern natürlich, die Freunde waren, die auch unzufrieden waren am Anfang. Also man musste da schon auch mehr oder weniger verstehen, dass man da oft einmal hinschmeißen will, ja. Aber hinschmeißen in Form von frustriert sein, was ich jetzt vielleicht habe als Sportler, als Marathonläufer, als Triathlet oder auch als Unternehmer, das ist so ein Gen, ich bin so ein Nicht-Aufgeber. Ich glaube, also, du bist unheimlich zäh. Wenn ich dich angucke, würde ich dich als unheimlich zäh einstufen. Ja, also ich bin wirklich, ich war ja dann auch, das heißt, man ist zwar, man ist konfrontiert, man sagt, okay, das ist vielleicht nicht die richtige Wahl oder es ist zu schwer, das ist nichts für dich, aber dann kommt natürlich wieder von innen dieser andere Gerhard oder der andere Mensch in dir, der sagt, komm, wenn es schwer wird, dann geht's richtig los, ja. Wenn die Nacht am dunkelsten ist, ist der Morgen am nächsten, ja. Man hat ja dann so seine Slogans, die man sich selber suggeriert und wir haben das alles durchgestanden, ja. Und es kamen auch später, ich meine, vielleicht kommen wir da noch dazu, aber es kamen auch später im Laufe der Jahre noch Momente, wo man wirklich auch mal in den Tisch beißen muss, sage ich mal vorsichtig, ja. Weil man sonst einfach, man sich selber viel zu verrückt macht, ja. Mhm. Ich würde gerne nochmal, du hast gesagt, du bist produktverliebt. Das ist ja immer recht interessant in den Interviews. Ich habe jetzt ungefähr 30 dieser Interviews gemacht. Ja? Und das Interessante ist, jeder Mensch, es tickt in der Tat jeder anders. Und 30 Top-Leute, 30 Erfolgskonzepte und am Strich macht es irgendwie doch jeder anders. Das ist ja das Interessante. Es gibt keine Regel, ja, irgendwie, genau. Gerhard, du hast also auch über das Thema aufgrund der familiären, sag ich jetzt mal, Vorbelastung, hast dich mit dem Thema Gesundheit beschäftigt, der Opa hat dir da was mitgegeben und du hast dann auch ein Buch drüber gemacht, habe ich jetzt so recherchiert, hast du das jetzt gemacht, bevor du ins Network gekommen bist oder währenddessen, wie heißt das Buch, worum geht's da? Also das Buch heißt Abenteuer Gesundheit, ja, also so heißt auch die Webseite dazu. Das ist ein Buch, das habe ich ins Leben gerufen, zusammen mit Isabella Sonntag, die ist eine Verlegerin in München und unser Thema war einfach, die Menschheit ist im Prinzip geblendet durch Werbung, durch Lobbys, ob das jetzt die pharmazeutische Industrie ist oder auch die Nahrungsmittelindustrie. Von Lebensmitteln möchte ich da jetzt nicht so sehr sprechen, eher von Nahrungsmitteln, die uns jeden Tag beeinflussen. Und dieses Buch heißt Abenteuer Gesundheit aus dem Grund, weil es wirklich ein Abenteuer heutzutage ist, wenn man nicht gesund ist. Also wir haben dann verschiedene Leute zusammengetrommelt. Das war ein Prozess über eine längere Zeit. Das war also wirklich schon vor dem Network Marketing. Und mein Ansatz vorher war ja in den Seminaren auch völlig ohne Produkte einfach über das Thema Ernährung, Gesundheit, Bewegung zu sprechen. Und in dem Buch haben wir dann Menschen gefunden, die alle eine eigene Geschichte zu erzählen haben, also die außergewöhnliche Erlebnisse hatten, wieder gesund zu werden oder besondere Dinge auch in ihrem Leben zu bewegen, in dem Thema Gesundheit, also ganz außergewöhnliche Stories. Und wir haben das Thema 5 Elemente damit berücksichtigt, also die Ernährung auch nach den, ich sage mal, asiatischen Gesichtspunkten, dass man eben auch vegetarisch sehr viel machen kann. Also ich bin jetzt kein Vegetarier, aber wir haben das halt aufgenommen, wir haben das auch selber gekocht. Also wir haben da recht viel Herzblut in das Buch investiert und ich glaube, es ist so ein Lebenshandbuch für das Thema Gesundheit, das letztendlich die Geschichten erzählt von 7 verschiedenen Autoren. Ja, also insofern war das für mich so ein Meilenstein, weil du dann durch die anderen Menschen, die du wieder getroffen hast, auch auf einem sehr hohen Niveau über Dinge sprechen konntest, die noch nicht so richtig verstanden sind vielleicht oder wo wir selber auch noch auf der Suche sind. Man lernt ja immer wieder dazu. Zu dem Thema Produktverliebtheit vielleicht noch ein Wort. Ich habe natürlich zu viel
Details vom Produkt am Anfang erzählt. Ich mache das heute auch manchmal noch. Ja? Ich habe also der klassische Networker sagt ja immer, das Produkt ist nicht so wichtig oder das Produkt müssen wir ein bisschen beiseite lassen. Natürlich ist es unheimlich wichtig. Es muss ein starkes Produkt sein. Es muss funktionieren. Es muss sich von selber, von Mensch zu Mensch weitergeben. Ja? Ohne Werbung, ohne die ganzen Marketingunterlagen. Also du brauchst, egal in welchem Network-Unternehmen, einfach starke Produkte. Das haben die, haben natürlich auch viele Unternehmen, weil dadurch, dass sie eben das meiste Geld in die Forschung stecken, dadurch, dass sie eben auch diese ganzen Kostenfresser nicht drin haben, können die natürlich auch sehr viel bewegen in dem Fall. Also viele Network-Unternehmen haben auch Dinge erfunden, die heute Standard sind in der Industrie, ja, auch im Einzelhandel oder in ganz normalen Old Economy Retail-Geschäft. Also ich will damit sagen, das Produkt ist wichtig. Mir persönlich war wichtig, dass ich, wenn ich Menschen treffe, dass die im schlimmsten Fall bei dem Produkt bleiben, weil es ihnen auch wirklich hilft. Also das war mir sehr wichtig. Ich wollte also nicht haben, dass ich nur ein Geschäft anbiete. Ich wollte auch, bin ich irgendwo nicht von der Person her. Ich bin also jemand, der Menschen in beiden Richtungen an der Hand nehmen will. Also im Thema Gesundheitsvorsorge oder besserer Lifestyle, nennen wir es mal so. Aber auch eben mit dem Nachdruck, ihnen klarzumachen, dass sie sich um ihre persönliche finanzielle Zukunft oder um ihre Altersversorgung einfach auch kümmern können oder Systeme kennenlernen können, die sie da weiterbringen. Ja? Mhm. Also ich bin schon gern beim Produkt, aber es war mit Sicherheit am Anfang zu viel, weil ich natürlich nicht duplizierbar war, wie man so schön sagt. Ja? Verstehe. Alle haben gesagt, ja, wenn der Gerhard, das kann ich nie, wie das der Gerhard macht, oder das in dem Meeting, das kann ich auch nie wiederholen. Also man muss mehr über die Wirkungen der Produkte sprechen, als über die Funktion des Produktes. Also das ist ein Beispiel, was ich da immer habe, das nehme ich in meinen Meetings. Wenn du dir ein Auto kaufst und hast ein Airbag im Auto, dann willst du nicht wissen, warum der Airbag aufgeht. Du willst nicht wissen, wie die Sensoren funktionieren oder die Auslöser oder wie die Technologie geht, sondern du willst wissen, was der Airbag für dich tut in einem Notfall. Und da kann man ganz gut verstehen, wie man ein Produkt erklären muss. Also so, was es halt für den Menschen macht und nicht, wie es das genau macht. Das ist, was ich vielleicht mitgeben kann. Okay, ich denke mal, sehr interessant für mich, auch für die Zuhörer, mal deine Motivation jetzt kennenzulernen. Du hast gesagt, okay, was dir wichtig ist. Und darum geht es ja. Wir wollen ja möglichst viele erreichen, auch mit den Interviews, dass im Prinzip jeder auf seine Kosten kommt. Damit wir auch zeigen, hey, es gibt nicht bloß schwarz, es gibt nicht nur weiß, sondern es gibt auch viele Grautöne dazwischen, die auch funktionieren. Ich meine, jeder muss seine Motivation finden, jeder muss seine Strategie finden. Und für mich gibt es eh nicht die beste Strategie. Für mich gibt es immer nur das, womit du dich identifizieren kannst und was für dich funktioniert. Und wenn es für dich funktioniert, dann hast du recht. Ja? Mhm. Worauf ich gerne aber nochmal zu sprechen kommen wollte, das mit diesem Buch. Wir haben ja so verschiedene Rekrutierungs- oder Sponsortipps. Und da ist zum Beispiel einer davon, wenn du in irgendeinem Gebiet etwas gut kannst, besonderes Know-how hast oder gut bist, dann ist unser Tipp, schreib ein Buch drüber. Und das muss jetzt kein Hardcover sein mit 500 Seiten, sondern mach eine Broschüre mit Input, mit Know-how, mit Facts and Figures, mit ein paar Geschichten rein. Weil wir haben das am eigenen Leibe erlebt. Ich sag mal, im Prinzip waren wir zwei junge Burschen, die was konnten, was eigentlich hunderte andere auch können, ja, mit diesen Direktkontakten zum Beispiel. Aber dadurch, dass wir das Buch geschrieben haben, haben sich die Leute anders mit uns unterhalten. Also unter uns, ja. Absolut, Tobias, ja. Autorität kommt von Autor und wir hatten einen ganz anderen Stellenwert. Jetzt mal würde ich gerne mal von dir wissen, dieses Buch, Hat dir das in der Richtung auch weitergeholfen, dass man dich als kompetente Fachkraft oder als Autorität oder als höherwertigen Gesprächspartner wahrnimmt? Kannst du sowas empfehlen auch oder würdest du eher abraten? Ja, also ich kann das auf jeden Fall empfehlen und ich habe da auch wirklich, wenn ich jetzt hier da meine Zeitfenster anschaue, noch einige Pläne. Es ist halt einfach auch immer eine Frage der Zeit, wie man es hinkriegt. Und es ist so, ich habe damals, als das Buch fertig war, dann ja auch wirklich mehr oder weniger kurze Zeit später im Network Marketing begonnen. Und mir hat dieses Buch zum Beispiel die Türen geöffnet, auch in medizinische Fachkreise. Das heißt, viele Gesundheitsfachleute, auch Ärzte, Mediziner sind einfach auch Partner geworden. Und
ich bin auch dann der Trainer für die geworden in dem Bereich, weil ich einfach das gelernt habe, was halt noch fehlt vielleicht in dem Bereich Gesundheitsvorsorge, was jetzt nicht so sehr in dem Medizinstudium mit drin ist. Also das hat mir eine separate Tür geöffnet, sage ich mal, die jetzt nicht direkt mit Network Marketing was zu tun hat, weil ja doch auch die Menschen, die in Heilberufen arbeiten, oft sehr eingenommen sind von ihrem Beruf. Ja. Ich habe, wie du schon sagtest, Gastronomie, ich habe zum Beispiel kaum, ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mehr als 2 oder 3 Gastronomen in meiner gesamten Organisation habe, von Tausenden von Menschen. Ich habe die einfach nicht erwischt, ja, obwohl ich sie selber gemacht habe. Ja, das ist verrückt. Aber du hättest ja eigentlich, ich sage immer, wenn wir über das Rekrutieren reden, ich sage mal, guck mal, wo ist deinesgleichen? Ja, schau, wer tickt wie du, wer hat den sozialen Background wie du, wessen Probleme kennst du gut? Ja. Du könntest dich ja eigentlich auf Gastronomen spezialisieren. Ist dir aber nicht gelungen. Ja, du hast vollkommen recht, aber die sind wirklich so eingenommen und in ihrem Hamsterrad drin und haben so viel Druck und haben auch die wenige Freizeit, die haben. Die wollen es einfach mit ihrer Familie verbringen. Dann haben sie Wochenenden nie frei, feiertags haben sie nie frei. Das ist wirklich schwer. Und mich nehmen auch nicht alle ernst, selbst heute noch nicht. Also die sind halt auch, die sagen, die wissen schon, was passiert. Aber man spürt natürlich irgendwo, dass sie das auch gar nicht greifen können. Also die sind einfach zu. Ich hatte vorgestern ein Gespräch mit einem Gastronomen und ich war bei dem gesessen und ich bin bei ihm im Betrieb gewesen. Es war nichts los, es war nachmittags. Und die hören da gar nicht richtig zu, obwohl sie wirklich offen sind. Aber sie hören da nicht richtig zu. Warte mal, bleib mal jetzt ganz kurz dabei. Ich möchte den Moment mal ganz kurz festhalten. Ja. Jetzt verstehst du. Also für die, die dich nicht kennen, du hast mehrere tausend oder 10.000 Leute in deiner Orga. Kannst du da ganz kurz eine Zahl sagen? Bloß mal. Ich müsste jetzt im System durchklicken. Ich sehe das nicht auf einmal, aber ich denke schon, dass es über 10.000 sind. Ja. Okay, das heißt, wir sprechen heute mit jemandem, der in der, ich sag mal, du spielst in der Champions League im Network Marketing. Ja. Und das Schöne ist, und vielleicht gibt es unseren Zuhörern da draußen auch ein bisschen Kraft. Das ist ja wie bei der Einarbeitung. Ich sage immer den Leuten, du musst deinen neuen Leuten nicht zeigen, dass du alles kannst und dass du der Größte bist. Es ist schön, dass auch ein Gerhard Rehäuser sagt, ich hatte jemanden am Tisch, der hat mich nicht verstanden oder den habe ich nicht erreicht oder der hat mich nicht gehört. Das zeigt, dass auch jemand, der eigentlich alles kann, du bist ja Vollprofi in der Branche, auch nicht jeden kriegen kann. Und das muss man, glaube ich, auch gar nicht. Und das gehört auch mit dazu, oder? Ja, also das habe ich auch absolut akzeptiert und ich habe auch, und was mir ganz wichtig ist, also gerade in diesem, wenn man diesen Elevator Pitch, ich meine, euer Buch hat ja alles verändert, das muss man ganz klar sagen, Tobias, als ich das damals der Orga empfohlen habe oder den Leuten, wo ich weiß, dass sie es gelesen haben, die haben natürlich sofort alles begriffen, was sie vorher nicht richtig gemacht haben oder gar nicht gemacht haben, ja. Also das Buch ist nach wie vor für mich eine Bibel für Ansprache, ja. Tatsächlich, wow. Also nur ganz kurz, ja, das ist vorher nicht abgesprochen und es freut mich, dass du das sagst. Ich denke mir immer, Mensch, warum hängen sich die Leute so an dem Thema Elevator Pitch auf? Klar, ich sag mal, ich für mich kann sagen, mir fällt immer was ein. Ich sag immer, sag irgendwas, ehe du gar nichts sagst, aber ja, für viele ist das schon... Ja, der Punkt ist der, wenn du einen Menschen ansprichst oder wenn du einen Menschen kennst, dann sind wir so gebohlt, dass wir so in unserer Firma drin sind und so in unserem Gedankengut und in Produkten und in der Chance und in unserem Geschäftsaufbau, dass wir immer uns vorstellen, also uns, unsere Firma, unsere Produkte, unseren Vergütungsplan, uns, wir, ich, ja. Der Punkt ist aber, in dem Moment, wo du mit einem Menschen sprichst, musst du für ihn ein Problemlöser sein und Lösungen finden, die zu seinem Leben passen und sein Leben verbessern. Das heißt, du musst im Prinzip etwas sagen, was bei ihm was auslöst, wo er sagt, das ist ein interessanter Ansatz. Also ich will ein Beispiel nennen. Ich könnte jetzt zu einer alleinerziehenden Mutter sagen, sagen wir mal, die heißt Erika. Ich könnte sagen, Erika, du, ich habe ein tolles Geschäft für dich, da kannst du dich selbstständig machen. So, jetzt sagt aber die Erika oder ihr kleiner Mann im Kopf, erstens, Geschäft, um Himmels Willen, wie soll ich das machen? Ich habe Kinder. Zweitens, selbstständig, ich will überhaupt nicht selbstständig sein. Ich weiß sowieso nicht, wie das alles geht. Ich bin schon überfordert mit meiner normalen Situation. So, dann reagiert sie natürlich nicht. So, wenn ich aber sage, Erika, pass auf, ich habe mir da eine Situation angeschaut. Es ist Wahnsinn, was du leistest. Es ist toll, du erziehst deine Kinder, du bist daheim, du hast finanziell nicht so viele Möglichkeiten. Vielleicht könnten wir was machen. Ich habe da eine Idee.
wo du einfach vielleicht 300, 400, 500 Euro mehr dazu hast, ja. Und das Ganze kannst du mit deiner Erziehung machen, von zu Hause aus, ja. Ich helfe dir da dabei. Also alles, was nicht zu Hause stattfindet, da kann ich mich mit einbringen, da kann ich außerhalb vielleicht was machen für dich. Oder wir machen das über unsere Online-Möglichkeiten. Wäre das für dich interessant, mit wenig Zeiteinsatz vielleicht da was zu machen, auch für deine Kinder, da was aufzubauen und so weiter. Das ist ein ganz anderer emotionaler Ansatz, als wenn du dabei dauernd bei dir bist und deiner tollen Firma, ja? Absolut. Hört sich gut an. Hört sich für mich auch gut an. Ich sag mal, ich habe ein ähnliches Beispiel auf unserem Seminar. Ja, klar. Du bist im Tagesgeschäft, Gerhard. Wer soll es besser wissen wie du? Ja, du hast jeden Tag. Du sponserst auch selber noch, habe ich ja, jetzt. Ich habe jeden Incentive gewonnen, seitdem ich bei der Firma bin. Und ich habe auch immer versucht, also wenn es ein Incentive gab, das ja meistens dann auch auf Neurekrutierung rausläuft oder Rangerhöhungen, wo man dann halt noch eine Reise oder so bekommt oder diese üblichen Dinge, die wunderschön sind übrigens auch, die ich niemals bekommen habe vom Hotel- und Gaststättenverband, ja. Da muss ich sagen, da habe ich... Goldenen Kochlöffel. Also da sage ich gleich einen Satz dazu, weil das wirklich spannend ist. Aber ich habe jeden erreicht und ich für mich ist jeder, immer der nächste Event oder der nächste Incentive ist für mich ganz klar immer mit Neugeschäft verbunden. Und ich mache das auch wahnsinnig gern. Ich muss das dazu sagen. Also, Stopp mal kurz. Was würdest du jetzt den Zuhörern sagen? Du hast gesagt, jeder Event ist mit Neugeschäft. Warum sollten die Leute Incentives gewinnen? Warum? Also Incentives, ich kann mich gut an meinen allerersten erinnern. Wir waren damals in den USA in Florida, das war 2003, glaube ich. Und wir hatten da Menschen getroffen aus anderen Gruppen, die absolut top waren. Ja, also inspirierend, motivierend. Man wurde anerkannt, man wurde praktisch alles, die Hotelzimmer waren schon top hergerichtet. Es ist einfach dieses Gefühl, was Besonderes zu sein, ist das eine. Anerkennung zu erfahren, die in der Old Economy meiner Meinung nach total fehlt. Die kann nicht mal ich bieten in meinem Hotel, so wie ich mir das wünsche. Und für meine Mitarbeiter, ja, wobei ich alles versuche. Aber der Punkt ist, dieses Gefühl auch zu haben, von Menschen zu lernen, die vielleicht schon 3, 4, 5 Jahre dabei sind. Da kann ein Satz alles verändern. Eine dritte Person, wenn mit jemand spricht, du kennst es vielleicht, Tobias, ja, der Prophet im eigenen Land gilt ja oft nichts. Ja? Man sagt seiner Downline irgendwelche Dinge. Und dann fahren sie nach irgendwo mit hin, treffen jemand anders, vielleicht aus einem anderen Land, aus einer anderen Gruppe, der sagt das Gleiche nur mit einigen anderen Worten und die kommen vollkommen verändert zurück. Sie haben die Vision, sie glauben dran. Und der Glaube, das gute Bauchgefühl, ist das A und O für einen Networker, dass er wirklich das Rückgrat hat, das Selbstbewusstsein zu sagen, ein Nein ist nur ein Jetzt noch nicht und es geht sowieso immer weiter. Also der Zeitpunkt ist oft mal verkehrt. Aber ich habe heute Leute gesponsert, die ich vor 8 Jahren gefragt habe, Tobias. Die sponsere ich heute. Das heißt, was ich damit sagen will, es ist nie zu Ende. Du musst einfach an den Menschen dranbleiben, nett sein, sympathisch sein, sie gern haben, ihnen auch mal vielleicht eine Beziehung ermöglichen oder einen Tipp geben, der da kein Geld bringt. Also einfach diese Community um dich herum pflegen. Das ist, glaube ich, Network Marketing, das dich dann auf lange Sicht da weiterbringt. Okay, also ich höre das sehr, sehr oft, der Austausch, oft den Incentives, der Input, die Ideen, auch die Einflüsse Dritter. Mein Partner, der Rainer von Massenbach, der war damals 20 bei mir im Strukturvertrieb und der hatte einen Moment, da hatte der auch so eine schwache Phase. Und da war damals bei uns ein Gastredner eingeladen, eine sehr ganz erfolgreiche Top-Führungskraft. Und es waren ja immer die Pausengespräche, die so die eigentliche Kraft dann hatten. Ja. Und das weiß ich noch wie heute. Der Rainer hat sich eigentlich mit Gedanken getragen, irgendwie aufzuhören. Und ich habe natürlich an ihn hingeredet, schon monatelang. Und dieser Mensch hat damals zum Rainer Folgendes gesagt. Der sagt, Herr von Massenbach, der sagt, er... Sie, sagt er, jetzt geißeln Sie sich doch nicht selbst. Sie müssen doch hier nicht mitmachen. Er sagte dann, Sie können doch auch Ihr Leben lang in der Bank stehen und Überweisungsträger ausfüllen. Ist doch auch okay. Also das war natürlich auch, wie soll man sagen, das war natürlich auch gefährlich, diese Aussage. Ja. Aber ab dem Abend sagte Rainer,
Ey, krass, das habe ich dem Rainer vorher schon 100 Mal erzählt gehabt, ja, und andere Leute auch. Aber aus dem Wort, aus dem Mund von diesem Typen, sagt der Rainer, der hat mir die Augen geöffnet. Und da dachte ich mir, wieso hat er dir die Augen geöffnet? Das habe ich dir schon 1000 Mal erzählt. Aber das ist, wie du schon sagst. Ja, das ist Tatsache. Du bist, ich meine, das ging bei mir schon mit den Produkten in der eigenen Familie los. Ich habe ja die, die noch überlebt haben, sage ich mal, natürlich mit den Produkten überfallen. Und es hat Jahre gedauert, bis zum Beispiel meine Mutter, die auch wirklich in einer schlechten Gesundheitssituation ist, Beibisse hat und 2 künstliche Hüften und 2 Herzinfarkte schon hatte und alles, ja, die noch zum Glück noch lebt, die das alles überlebt hat. Es hat 8 Jahre gedauert, bis sie die Produkte von mir angenommen hat, ja. Und der Auslöser war, weil ich jemanden angerufen habe und mit Lautsprecher hat der gesagt, dass es ihm in der gleichen Situation wie meiner Mutter viel besser geht. Das heißt, nur weil es ein Mensch am Telefon gesagt hat, hat meine Mutter dann die Produkte angefangen zu nehmen. Und meine Schwester hat jetzt nach 10 Jahren begonnen, die auch in einer Gesundheitssituation ist, die nicht lustig ist. Ja? Mhm. Also man sieht, man braucht manchmal, oder nicht manchmal, man sollte immer im Network-Marketing oder überhaupt, wenn es um wichtige Dinge geht, die Upline mit dazu holen, einen Partner dazu holen, der entsprechende Erlebnisse hat. 2:1 hat einfach viel mehr Kraft. Ja? Das ist ein wichtiger Hinweis auch an alle Networker da draußen, die neu beginnen. Nicht alleine versuchen, nicht einfach losrennen, weil man sich so toll fühlt und so selbstsicher und weil man ja Unternehmer ist. Nein, sondern sich einen Mentor suchen, einen Partner suchen, mit dem man das zusammen machen kann. Und dann geht es gleich viel leichter. Ich sage jetzt mal, ich kann das nur bestätigen. Ja. Oftmals steht da aber so ein bisschen die Angst oder das Ego im Wege. Gerade auch am Anfang. Die Leute wollen halt oftmals selber probieren. Ja. Nur meine Erfahrung ist auch, ich sag mal, die Gespräche, die ich damals mit meinem Mentor geführt habe, die waren dann am Ende nach hinten raus ja, nicht nur qualitativ besser von der Stimmung, sondern da ist auch in der Tat mehr rausgekommen. Nur, wie öffnet man den Leuten die Augen dafür? Wie öffnet man den? Aber vielleicht durch die Aussage jetzt auch aus deinem Munde, vielleicht nimmt es der ein oder andere ein bisschen ernster in Zukunft. Ja, ich hab da auch ein ganz gutes Beispiel, wenn man zum Beispiel jemand einarbeitet neu, weil ich habe, was ich feststelle, und das passiert mir, uns, jedem wahrscheinlich, wir schreiben Menschen ein und die sind halt nach kurzer Zeit, sind die eigentlich wieder weg, weil wir nicht richtig an sie rankommen. Das heißt, die sind momentan begeistert, aber dann erreicht man es einige Tage nicht oder dann sind sie mit anderen in Gesprächen, da kommen die Traumdiebe, ja, hauen wieder alles kaputt. Traumdiebe heißen die. Traumdiebe, ja, das sind so Menschen in unserem Umfeld, die uns immer erzählen wollen, wie alles besser funktioniert, aber die selber nichts in die Reihe bekommen, in der Regel. Und diese Traumdiebe sind natürlich in den ersten Tagen überall, ja, weil man natürlich begeistert über was spricht, was man auch selber noch nicht kennt und plötzlich kriegt man nur eins aufs Dach. Ja, das ist mir genauso gegangen am Anfang. Ja, als ich da losgegangen bin, da haben die das gar nicht fassen können, manche Leute, was ich da mache. Und ich war zum Glück absolut stabil. Aber ich nenne das Fahrschulprinzip. Wenn du dir heute eine Fahrschule vorstellst, dann ist es ja so, dass du heute, wenn du einen Fahrschüler hast, du setzt dich mit dem ins Auto und du fährst mit dem die ersten Kilometer und du bist mit dem zusammen für 10, 15 Stunden im Auto oder vielleicht auch 20 Stunden. Und das ist die wichtigste Zeit eigentlich in deiner Fahrausbildung. Und ich sehe das Network Marketing wie eine Fahrschule. Das heißt, du bildest jemanden aus, der hat dann den Führerschein, fährt selber, kann andere Fahrschüler ausbilden und du kriegst für jeden Kilometer dieser Menschen Kilometergeld dein Leben lang. Ja. Stopp. Dürfen wir das nochmal wiederholen? Ja. Also es ist ja, ich habe letztens, wir hatten ein neues Produkt gemacht, das hieß der Aktivator, das war ein Webinar, wie man durch Storytelling und durch Metaphern, ja, also durch Geschichten erzählen, ja, Leute gewinnt, sponsert, führt. Hat mir jetzt sehr gut gefallen. Die kannte ich noch nicht. Die ist Hammer. Also nochmal, also Network Marketing ist wie eine Fahrschule. Eigentlich wie wenn du Fahrlehrer bist. Ja, also du hast, was ein wichtiger Punkt ist, beide haben Pflichten. Und zwar der Fahrlehrer hat die Pflicht, den Fahrschüler auszubilden. Und der Fahrschüler hat aber auch die Pflicht, daheim seine Theorieunterlagen durchzumachen. Ja, seine Bögen. Keine Ausreden zu haben, wenn die Termine sind für die Theorie, sprich Events oder Meetings. Und auch in die
ich sage mal, in die Abendstunden zu kommen. Also wirklich, beide Seiten haben Pflichten. Und ich erkläre das einem neuen Partner so, dass ich sage, schau, das sind deine Pflichten, das sind die Unterlagen, die musst du durcharbeiten, da musst du die Fragen dazu aufschreiben, da musst du dir diese Videos ansehen und du musst auch auf die ersten Events und Meetings kommen oder in die Webinars gehen und bei den Calls dabei sein. Ja, das verlange ich von dir. Dafür bin ich für dich auf dem Beifahrersitz bei den ersten 15, 20 Stunden, wo wir alles durcharbeiten, wo wir die ersten Kontakte machen, wo wir die ersten Menschen treffen. Und ich glaube, dass ein ganz großer Fehler im Network Marketing gemacht wird. Da draußen sind Fahrlehrer, die haben so 10 Fahrschulautos, okay. Sagen, pass auf, toll, dass du dabei bist und du bist ja echt der Größte und der Beste. Hier sind die Stadtunterlagen, hier ist der Autoschlüssel, das Auto steht auf dem Parkplatz 17 als Beispiel. Fahr mal los. Jetzt gibt er 10 Autoschlüssel her, vielleicht pro Monat, und sagt, wenn irgendwas schief geht, dann ruf mich an. Genial. Und das ist der Punkt. Diese ersten 15 Stunden, oder nenn es von mir, bei manchen sind es auch nur 10, bei anderen sind es vielleicht 30, ja. Die sind entscheidend für die restlichen Kilometer, für die du in deinem Leben bezahlt wirst. Und diese Pflichten müssen von beiden Seiten erledigt werden. Und ich glaube, wenn du diesen Menschen als Beispiel gibst, der neu startet, dann ist er auch bereit zu sagen, klar, ich war in der Theorie, ich bin da Dienstag und Donnerstag hin, ich hatte keine Ausrede, ich hatte einen Babysitter, ich habe nicht gesagt, die Theorie passt mir nicht so oder geht nicht auch ein anderer Tag, ja, oder die Fahrstunde nachts, die kann ich nicht machen, weil ich mache die lieber tagsüber. Ja, nein, wir hatten bei unserem Führerschein keine Ausreden. Und genauso muss es sein, wenn du einen neuen Partner startest. Du musst unheimlich eng an ihm dranbleiben in den ersten Stunden und Tagen und Wochen. Und dann, wenn er fahren kann, dann kannst du aussteigen und kannst sagen, so, wunderbar, wenn was ist, du kannst mich jederzeit anrufen. Wir können auch gerne mal vielleicht einen Fahrerlehrgang besuchen, ja, oder ein Formel-1-Training, keine Ahnung, da gibt es ja alles Mögliche. Aber so baue ich das auf und das kommt unheimlich gut bei den Leuten an. Aber Gerhard, weißt du, jetzt hast du mich erreicht, ich bin dabei. Ja, also wenn ich jetzt an jedem gefahrenen Kilometer meiner Fahrschüler partizipiere, dann wäre ich jetzt richtig ausbilden. Jetzt fange ich an, Fahrschüler auszubilden. Ja. Schöne Metapher, hat mir wirklich legendär. Also ich glaube, es ist ja nicht viel. Ich glaube, man braucht 2, 3 gute Metaphern, Standards, die man sich in Fleisch und Blut übergehen lässt. Ich sag mal, eine der genialsten Erklärungen für Network Marketing, die ich bis jetzt gehört habe. Auch cool. Sehr, danke auch dafür. Ja, im Namen aller Zuhörer. Absolut genial. Herrlich. Hast du noch so einen auf Lager? Ja, ich habe an sich jetzt, weißt du, es ist immer so, man hat dann, wenn man so im Meeting drin ist, hat man auch immer manchmal so ein paar Lichtblicke, ja, zwischendurch. Aber der Punkt ist wirklich, Ich habe so oft erlebt, dass das einfach sehr viel gesponsert wird, sehr viel rekrutiert wird, aber leider dann ohne nachhaltiges Ergebnis. Und die Leute sind halt dann draußen, die kurven dann mit dem Auto rum, ohne Wissen, fahren irgendwo gegen einen Baum oder können nicht einparken und sind dann natürlich total frustriert und wollen auch nie mehr Auto fahren. Der Punkt ist auch, was ich zum Beispiel auch, wenn man so über das Thema Ausland einmal spricht, wir sprechen ja immer bei Network Marketing von einem globalen Geschäft. Ja? Also jeder kann so ungefähr die ganze Welt erobern. Ich meine, früher war das anders, da hat man halt kein Internet gehabt, da hat man halt mit Tupperware oder mit seiner Homeparty halt Gas gegeben. Ja? Und wenn du in einem kleinen Dorf gewohnt hast, dann war irgendwann das Dorf halt komplett eingeschrieben. Ja? Und dann ging es halt vielleicht ins nächste Dorf. Aber heute ist es natürlich so, dass man mit den ganzen Technologien weltweit sponsern kann. Der Punkt ist nur der, Es ist wirklich nicht leicht. Also ich habe viel Auslandsgeschäft auch probiert, ich habe es auch gemacht, aber es ist wirklich verbunden mit du musst Profis haben, du musst Menschen haben, die absolut willig sind, die Disziplin haben. Du musst das Geld, was du dort ausgibst, auch zu Hause verdienen. Also wenn zu mir jemand sagt, ich will ein Land eröffnen und ich brauche dafür 1.000 Euro im Monat, um die Flugkosten zu decken oder die Meetingkosten, dann soll er die 1.000 Euro verdammt nochmal erst einmal zu Hause vor seiner Tür verdienen. Ich kenne keinen, der es daheim nicht geschafft hat und der dann im Ausland groß geworden ist. Also ich kenne zumindest keinen. Mhm. Ja, das ist für mich ein Grundsatz. Also ich erzähle gerne über die ganze Welt beim Network Marketing, ja, und auch über die ganzen technischen Einrichtungen. Aber wir sollten einfach in unserem direkten Umfeld an Glaubwürdigkeit gewinnen. Wir sollten als Mensch wachsen, wir sollten uns CDs anhören, wir sollten uns Bücher kaufen dafür, ja. Also ich habe immer so
zwei, drei Bücher zum Beispiel, die ich Menschen einfach empfehle, wo sie dann erst einmal lesen sollen. Am besten noch, bevor sie mit den ersten Leuten sprechen. Mhm. Weil diese Bücher verändern zum Teil alles, ja. Die Einstellung auch, ne? Absolut, absolut. Die gehen ganz anders ran. Die wissen, da kommen Neins. Die wissen, sie kriegen Gegenwind. Das muss man den Leuten auch vorher sagen. Bist du jetzt jemand, der eher Leute motiviert und dann losschickt? Oder redest du mit den Leuten vorher auch, was kommen kann? Du bist jemand, der dann lieber vorbeugt ein bisschen? Ja, ich bin eher der nicht so laut schreit und sagt, pass auf, das ist ein geniales Geschäft. Ich baue die Vision auch natürlich mit Videos und Filmen auf, also Dinge, die Menschen, Bilder bewegen einfach Menschen, ja. Und man kann ja heute alles nachprüfen, je nachdem, was jeder macht. Es gibt ja viele tolle Networker da draußen, muss man echt sagen, hat sich viel verändert. Also es findet eh gerade so eine Transformation meiner Meinung nach statt in eine neue Generation von Networkern, die sehr intensiv auch mit Menschen arbeiten, die sehr nah dran sind. Und der Punkt ist, ich versuche denen mein Angebot zu geben. Ich bin für dich da, du kannst mich nutzen. Aber das ist wirklich so, es nutzt nicht jeder, Tobias. Also es ist einfach schade, dass man vielleicht nur jeden Zweiten dazu bringt, dass er dich wirklich anruft, wenn irgendwas ist. Also dass die Leute denken immer, den kann ich doch nicht anrufen, der ist doch so erfolgreich, der hat so ein großes Team, der muss so viel machen und jetzt rufe ich da an, ich habe ja noch gar keinen Umsatz gemacht. Und genau da müssen wir den Neuen die Angst nehmen auch, dass sie uns einfach verwenden und nutzen. Und egal welchen Rang du im Unternehmen hast, du bist nach wie vor Mensch, du bist Sponsor, du bist ein Teacher, du bist ein Mentor, du versuchst dein Bestes und da müssen wir hin, ja, dass wir da nahe dran sind an den Leuten. Gerhard, vielleicht auch nochmal zur Erinnerung, wir gehen ja langsam aufs Ende zu hier von der Zeit. Ich würde gern über deine Auslandsaktivitäten kurz noch drüber sprechen, aber vorab nochmal, du bist ja das beste Beispiel. Irgendeiner hatte damals den Mut, den Unternehmer Gerhard Rehäuser anzusprechen, ja, erfolgreich in der Hotellerie. Und das ist ja auch das, ich versuche es immer, ja, man kann immer nur darauf hinweisen und sagt, hey, keine Angst vor großen Tieren, da steigt dein Selbstbewusstsein. Wenn das klappt, Mensch, dann hat der Kontakte, dann hat er vielleicht auch finanziell andere Möglichkeiten. Also will natürlich nicht pauschalisieren, aber diese Voreingenommenheit, die Entscheidung für andere zu treffen, ja, du bist das beste Beispiel, dass es funktioniert hat. Ich kann dir die zwei Pitches sagen, die mich bewegt haben. Das ist vielleicht ganz lustig, ja? Schieß los. Zwar, ich war für einige Wochen in einem Network-Unternehmen, habe aber also das war mein erstes sozusagen. Das war eine Gruppe, die war immer bei mir und da war eine sehr hochrangige Dame, die da ganz oben war, die auch schon um die vielleicht 15.000, 20.000 Euro da verdient hat. Und die hat zu mir gesagt, Gerhard, ich muss mich bei dir bedanken. Es ist wahnsinnig nett immer bei dir. Wir sind so gerne bei dir. Und dann noch was von mir, das ist wirklich wichtig. Du könntest ein Vermögen bei uns verdienen. Also ich wünsche dir noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Boah. Und dieser Satz. Menschen wie du könnten ein Vermögen bei uns verdienen. Dieser Satz hat mich einfach nachdenken lassen und prüfen lassen, was diese Gruppe genau macht. Und da habe ich mich auch eingeschrieben. Ich habe dann aber nach kurzer Zeit gemerkt, es sind keine konsumierbaren Produkte und es war auch nicht meine Richtung. Mhm. Es waren gute Produkte, Wellnessbereich, aber es war nicht meine Richtung. Ich war doch mehr der Typ für Nahrungsergänzung und auch Wellness und Lifestyle und so und Fitness und Sport. Und bei der zweite Pitch war folgender. Gerhard, ich weiß, du interessierst dich für Network Marketing. Bei dir ist so, du magst doch wahnsinnig gern Triathlon, oder? Sage ich ja. Wann trainierst du denn eigentlich immer, Gerhard? Sag ich, naja, ich gehe halt hier vom Hotel raus um 12:30, da gehe ich dann in den Fitnessraum vom Hotel und da laufe ich halt dann noch 2 Stunden bis 14:30 und ja, morgens um 7:30 gehe ich ins Schwimmbad zum Schwimmen. Und ich habe damals gerade Ironman begonnen, also die Langdistanz, und dann hat er gesagt, du Gerhard, ich hätte vielleicht eine Lösung für dich, wie du viel mehr Zeit hast. Aber wirklich, das mal ernsthaft und nicht nur ein bisschen versuchen, sondern was richtig Großes kommt hier auf uns zu. Ja, das zeigt aber, da hat sich jemand mit dir beschäftigt. Richtig. Und der hat dir genau das um die Ohren gehauen, was dich jeden Tag treibt, ja. Also deine Passion ist ja Oberliga eigentlich. Geld war damals nicht im Vordergrund gestanden, so dumm wie sich das vielleicht anhört, aber ich habe mir gerade einen neuen Sportwagen gekauft. Ich bin ein absoluter Sportwagen-Fan. Es war mein 6. oder 7. in 15 Jahren. Also das Thema. Mehr Geld war nicht das Thema, es war eher das Thema Geld auf eine andere Art und Weise mit weniger Zeiteinsatz und mehr Zeit für mich und meine Familie und die Hobbys. Mhm. Klasse. Mhm. Gerhard, magst du uns zwei Sätze noch sagen? Okay, Gerhard Rehäuser und Team,
Wir haben gerade schon ein bisschen über das Ausland gesprochen. Genau, was sind so jetzt die Dinge, die für dich anstehen im Moment? Wie geht es mit dir weiter? Wo bist du unterwegs? Wo baust du auf vielleicht? Also für mich ist ganz entscheidend natürlich dieser deutschsprachige Markt zum einen. 100 Millionen Menschen, über 100 Millionen Menschen. Ich glaube, vieles ist hier im Network Marketing noch gar nicht durchgedrungen. Wir sind hier an einem Punkt vom Timing her, gerade im deutschsprachigen Raum, der ist hochinteressant. Es verändern sich gerade da draußen wirtschaftliche, politische, gesundheitliche Dinge. Alles in unsere Richtung. Menschen werden offener, selbst Mediziner werden immer offener. Also es ist Wahnsinn, was sich da allein in den letzten 3 Jahren geändert hat. Also der deutschsprachige Markt steht ganz klar im Fokus. Deutschland, Österreich, Schweiz. Dann sind wir jetzt in Italien neu unterwegs. Also Italien ist ein wunderschönes Land. Da kann man also nicht nur sponsern, da kann man auch mal schön Urlaub machen und es verbinden. Und wo ich jetzt wieder bin, ich fliege jetzt am Sonntag in die Ukraine. Denn wir haben in der Ukraine eine Pre-Launch-Phase und werden dann nach Russland gehen. Also dort sind jetzt bereits die ersten Events, Meetings. Es ist auch schon ein Büro eröffnet worden. Also Ukraine wird, ich denke, wir wissen das alle, wer ein bisschen im Network Marketing umherschaut, dass das Riesenmärkte sind, gerade Russland und die Ukraine. Da kann man unheimlich viel bewegen. Also für mich hat Priorität sozusagen die Nachbarländer so um uns herum auch, England, Niederlande, Italien, alles noch frei verfügbar, sage ich mal vorsichtig, und Ukraine und Russland. Aber man muss sich da wirklich auch zurücknehmen. Wie gesagt, wenn man nicht die richtigen Leute findet, die dort arbeiten, wenn es nicht vielleicht Profis sind, die echt, ich sage mal auf Deutsch, Eier in der Hose haben, dann wird es sehr, sehr schwer, wenn man die Sprache zum Beispiel auch nicht kann oder wenn man auch nicht die Buchstaben lesen kann. Also deswegen bleiben wir jetzt dann in Verbindung halt auch mit den Leuten, die wir in den Ländern haben und versuchen, die bestmöglich zu unterstützen. Ja, kyrillische Buchstaben kann ich ein Lied von singen. Ich habe 8 Jahre Russisch gehabt in der Schule. Ja. Das ist nicht immer nur Spaß. nee. Aber am Ende ist ja so, das ist vielleicht jetzt mal ein Tipp, den ich sage jetzt mal ganz gern an der Stelle mitgebe. Du hast ja selber gesagt, da gibt es ja immer diesen Spruch, think global, work local, ja, und man kann ja auch, es gibt ja auch viele, viele ukrainischstämmige Menschen, die in Deutschland schon leben. Das heißt, wenn man sich jetzt mal Gedanken macht, wo halten die sich auf, wo kann man die finden, Communities, was auch immer, dann kann man sich ja auch 4, 5 ukrainischstämmige Leute hier rekrutieren, die dann dort, ich sage jetzt mal, das Geschäft vielleicht angehen. Sowas Ja, geht ja durchaus auch. das ist ganz klar, dass du vor deiner Haustür schaust. Ich meine, wir haben Indien jetzt eröffnet vor einem Jahr und da hatte ich auch einen indischen Kontakt, der kam eigentlich hier vor meiner Haustür zustande. Und der ist dann, das sind mittlerweile, ich glaube, ich müsste jetzt lügen, ich schätze 400, 500 Partner eingeschrieben. Wow, okay. Und ich war jetzt in Indien vor 4 Wochen, habe da mal einen besucht, ja, für 3 Tage in Delhi. Ich meine, das ist hochspannend, ja, da hast du irgendwie 300 Partner. Es kam über Facebook auch zustande. Also ich glaube, wer sich heute geschickt mit Social Media auseinandersetzt, Tobias, das wird auch ein Thema sein, ohne den Leuten vielleicht auf den Wecker zu gehen, der kann auch sehr, sehr gute Kontakte machen. Aber ich empfehle wirklich auch in den Social Media Seiten sofort so schnell wie möglich mit Menschen zu telefonieren und nicht immer nur über Chats zu schreiben oder endlose Stories auf die Titelseiten zu hämmern, sondern einfach fragen, du, wie ist deine Telefonnummer? Lass uns mal austauschen. Vielleicht haben wir stimmt die Chemie, vielleicht können wir zusammen was aufbauen. Also Danke. der persönliche Kontakt kommt immer vom E-Mail und E-Mail ist das Telefon der Feiglinge, sagt man in Amerika mittlerweile, wenn es um Vertrieb geht. Also deswegen immer die Telefonhörer in die Hand nehmen und mit Menschen persönlich sprechen oder ein SMS schicken für einen Rückruf bitten. Das geht immer noch viel, viel besser, aber am besten ist E-Mail erst einmal im Erstkontakt unbedingt weglassen. Gerhard, mein Herz hüpft vor Freude, das aus so, ja, so erfolgreichen Munde wie dem deinen zu hören. Ich sag mal, mit der E-Mail wird es vielleicht eine Brieffreundschaft. Also top, top. Also finde ich ganz toll, dass du das jetzt am Ende nochmal gesagt hast, weil wie gesagt, die Kontakte sind da, aber sie wollen natürlich dort auch persönlich abgeholt werden. Alles andere läuft dann eher unter Spam. Und ich glaube, wenn wir da auch ein Stückchen den Leuten das heute begreiflich machen konnten, jetzt vielleicht auch durch deine Aussage am Ende nochmal, dann ja, wird das viele, viele weiterbringen. Lieber Gerhard, dann würde ich jetzt gern dir danken wollen an der Stelle für deine Zeit, für die wirklich, wirklich guten Inputs, ja, für mich, für unsere Zuhörer da draußen. Ja, bleib gut in Shape,
Das ist ja das Wichtigste. Ja, für dich habe ich mit rausgehört. Ja. Ich wünsche dir Runners High, so oft es geht. Ja. Wünsche dir natürlich auch massives Wachstum deiner Orga, deiner Struktur bei deinen Auslandsaktivitäten im deutschsprachigen Raum sowieso. Und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke für deine Zeit und bist irgendwann mal persönlich vielleicht. Ja, Tobias, ich möchte mich auch herzlich bedanken und wie gesagt, man wird sich sicher bald sehen und auch die Seminare von euch natürlich, die werden immer wieder gut weiterempfohlen. Die Leute sind begeistert, also Glückwunsch an euch. Du bist natürlich an der Stelle auch persönlich eingeladen, da reden wir jetzt bei Gelegenheit nochmal drüber. Also wenn wir wieder auf Tour sind und du hast Zeit, dann ja, gibt es einen Ehrenplatz für dich. Wunderbar, freue ich mich drauf. Also bis bald, Tobias. Grüße nach Nürnberg, servus Gerhard, ciao. Servus, tschüss.